Herzlich willkommen an einem der schönsten Orte in Werl, auf unserem Parkfriedhof, einem der schönsten in Westfalen. Und davon wusste der Überlieferung nach bereits eine Pilgerin aus dem Sauerland zu berichten, die nach dem Besuch bei der Mutter Gottes in der Basilika auch hier auf dem Parkfriedhof eine Pause auf einer der Bänke eingelegt haben soll. Und während sie ihr Brot aß und etwas trank, hatte sie das Fazit geschlossen: Es ist ja so schön hier in Werl auf dem Friedhof, so schön, dass man am jüngsten Tage gar nicht mehr aufstehen möchte, sondern auf ewig hier liegen bleiben möchte. Und diesem Fazit, diesem Aufruf, dieses Areal kennenzulernen, können wir uns nur anschließen und Sie jetzt einladen, Menschen zu begegnen, die eine Menge zu berichten haben über Geschichte und Gegenwart unseres Parkfriedhofs in Werl. Herzlich willkommen, herzliche Einladung. Hier befinden wir uns jetzt auf dem historischen Teil des Parkfriedhofs, aber auf einem immer noch neuen Begräbnisfeld, das uns einmal Susanne Röttger und Jürgen Staubach vom Kommunalbetrieb Werl etwas genauer vorstellen möchten. Was macht diese neue Begräbnisfläche aus? Was ist das Besondere? Das Besondere an dieser Begräbnisfläche ist, dass es ein gärtnerbetreutes Grabfeld ist und dass man mit der Pflege komplett entlastet ist. Und dadurch ist das auch eine ganz schöne Sache, weil dieses Grabfeld betreut wird. Wir können hier Erd- sowie auch Urnenbestattungen vornehmen. Ja, im Falle der Bestattung wird ein einmaliger Betrag an den Gartenbaubetrieb entrichtet, der für die 25-jährige Pflege zuständig ist und die garantiert. Und das, wie man sieht, in einer sehr hochwertigen Art und Weise. Also auf mich wirkt es immer, dass diese Fläche einen einladenden Charakter hat. Und ist es wirklich so, dass man immer noch sagt, zeitgemäß, es ist ein Parkfriedhof, es ist ein Ort, an dem man sich auch wohlfühlen möchte als Hinterbliebener? Also ganz wichtig ist, dass wir immer wieder neue Grabformen, neue Grabfelder entwickeln. Während wir früher eigentlich nur zwei verschiedene Grabformen hatten, ist es mittlerweile so, dass wir eine Vielzahl von verschiedenen Grabformen haben, die sich auch in unterschiedlichen Anlagen, in der unterschiedlichen Geometrie und auch in der unterschiedlichen Gestaltung einfach äußern. Der Trend geht hin zu Gemeinschaftsgrabanlagen. Dabei ist der Vorteil, dass die entweder pflegeleicht sind oder auch eben ohne eine weitere Pflege der Nutzungsberechtigten auskommen. Noch sehr neu ist das Baumurnen-Wahlgrabfeld, was erst in diesem Jahr, im Jahr 2021, hier auf dem Parkfriedhof angelegt worden ist. Ja, was zeichnet diese Bestattungsform aus? Ja, also diese Bestattungsform zeichnet aus, dass wir hier Partnergräber haben und auch wieder im pflegefreien Sektor uns befinden. Das heißt, hier kann man Feuerbestattungen vornehmen, wo dann halt Partner bestattet werden können. Man kann aber auch Einzelpersonen bestatten, so wie man das möchte. Man hat dieses Siegel, was in den Boden eingelassen ist, was mit dem Vor- und dem Nachnamen beschriftet wird, mit dem Geburts- und dem Sterbejahr. Wir sind da mit dem Wunsch nachgekommen, die Verbindung der Bestattung mit Bäumen eben ganz nahe zu bringen. Man sieht es einmal an der Lage, an dem großen alten Baumbestand hier, der sich in der Umgebung befindet, aber auch an dem zentralen Baum, in diesem Fall ein Ginkgo, um den die einzelnen Urnröhren angesiedelt sind. Ja, ein Sterbefall ist immer mit Trauer verbunden, aber im besonderen Maß natürlich dann, wenn es Kinder betrifft, deren Leben gar nicht erst beginnen konnte. Sogenannte Sternenkinder. Und für Sternenkinder hat man hier einen ganz besonderen Ort geschaffen, für sie und ihre Hinterbliebenen. Unser Sternenfeld ist angelegt worden in Form eines Baumes.
Wenn man jetzt auf das Sternenfeld schaut, dann stehe ich eigentlich quasi direkt vor diesem Baum und in der Krone des Baumes sind die Gedenksteine der kleinen Sternenkinder angelegt worden, die sich die Angehörigen aussuchen können. Das Sternenfeld ist eine Kooperation zwischen Bestattern, Steinmetzen, Schreinereien und dem Kommunalbetrieb angelegt worden. Die Bestatter sind für den Ablauf der Bestattung zuständig. Der Steinmetz fertigt den Gedenkstein, der Kommunalbetrieb kümmert sich um die Pflege und die Schreinerei hat diese wunderschöne Bank gespendet. Die Bestattung an sich ist für die Angehörigen kostenlos und sie können sich dann auch den kleinen Gedenkstein aussuchen. Ich denke, wir haben hier einen sehr würdevollen Platz für die Sternenkinder geschaffen, wo die Angehörigen vielleicht auch ein bisschen Trost und vielleicht auch ein bisschen Ruhe finden können. Ja, ein Parkfriedhof, so wie wir ihn hier in Werl besitzen, der wird stets weitergedacht, neu gedacht und auch immer gepflegt. Und hier sind wir jetzt in einem noch relativ jungen Buchenhain und die Bäume sind so angelegt, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt quasi ein schützendes Dach über dieses Grabfeld bilden werden. Ja, wir befinden uns hier auch bei der Grabform der Rheingräber. Rheingräber beinhaltet, dass es 25 Jahre Ruherecht sind und dass es quasi für eine Person eine Bestattungsform ist. Wir haben die Buchen und um die Buchen herum sind die Urnen bestattet. Die Zuordnung erfolgt durch die kleinen Kissensteine, die vor den Bäumen liegen, wo man dann durch die Zuordnung der Blätter durchaus schnell an den Stelen erkennen kann, wo der Angehörige oder die Person liegt, die man halt sucht. Es ist eine Gemeinschaftsgrabanlage. Die Friedhofsverwaltung stellt dauerhaft die Pflege des Grabfeldes sicher. Einer, der sich sehr gut, wahrscheinlich sogar, auch wenn das nicht gern hört, am besten mit unserem Parkfriedhof hier in Werl auskennt, das ist Heinz-Josef Luik, der Friedhofsführer, der hier auch schon seit vielen Jahren die Themenführung Besonderheiten auf dem Parkfriedhof in Werl anbietet und durchführt, begleitet. Und dann erfährt man als Teilnehmer eben, dass alle Gräber auch Geschichten und Gesichter haben und diese Biografien, die Denkmäler, die Natur, Flora und Fauna, über all das weiß Heinz-Josef Luik besonders Bescheid. Und wir stehen jetzt vor einem Denkmal, mit dem er sich schon seit frühester Kindheit beschäftigt hat und das aus gutem und aus spannendem Grund. Ja, Heinz-Josef, was macht diese Grotte aus? Ja, einmal ist das eine große Grotte, die aus Lavastein errichtet wurde und hier sind zwei Priester bestattet, einmal Bernhard Alterauge und Gustav Alterauge. Gustav Alterauge war der erste Propst hier in Werl und deshalb haben die beiden auch hier eine besondere Stelle bekommen. Und als Kind war dies für uns auch immer eine Anlaufstation, wenn wir sonntags den Friedhof besuchen und so weiter. Und dann hieß es immer, ja, ihr wisst ja, da gibt es ja was Besonderes. Und das Besondere an dieser Grotte war, dass im oberen Teil einmal durch ein rotes Glas die Hölle dargestellt ist und auf der linken Seite durch ein blaues Glas der Himmel. Und das war für uns immer Anlaufstation. Und bei den Führungen haben viele alte Werler mir das bestätigt, dass es ihnen genauso ergangen ist oder gemacht wurde, dass man gerne mit nach hier ging. Ich glaube, ich hatte ja was Mystisches und deswegen sage ich jetzt mal Heinz-Josef Luik, dann zeigt uns doch mal, dass man hier in Werl Himmel und Hölle an einem Ort wandern kann. Da muss man natürlich in die Grotte gehen und auf der linken Seite ist das blaue Licht, blaue Glas eingelassen und auf der rechten Seite das rote. Das rote stellt in der Regel ja die Hölle dar. Dann sage ich es jetzt mal ganz böse, ich stehe auf der richtigen Seite. Ja. Himmel und Hölle in Werl vereint. Das ist was ganz Besonderes. Und dann
Die Grotte hat natürlich auch einen schönen Hintergrund durch diese, durch das einzige Naturdenkmal, was wir hier auf dem Friedhof haben, die Libanon-Ziege, die schon an dieser Stelle ca. 300 Jahre steht. Steht ja schon im Urkatastro. Im Urkatastro, ne? Ja. Ja, herzlich willkommen, Dieter im Sippel. Schön, dass du Zeit gefunden hast für unseren Film über den Parkfriedhof. Ein Parkfriedhof, wie er im Buche steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Parkfriedhof mit vielen, vielen schönen Seiten. Und im Fall der neuen Publikation über den Parkfriedhof Werl, die jüngst erschienen ist, sind es genau 168 Seiten, die die Geschichte, die Gegenwart, aber auch die Zukunft unseres historischen, aktuellen Parkfriedhofs in Szene setzen. Ja, hier stehen wir jetzt vor einem buchstäblichen Ankerpunkt auf unserem Parkfriedhof in Werl. Ein Monument der Erinnerung, das man aber eben auf einer letzten Ruhestätte vielleicht gar nicht vermuten würde, mitten in Westfalen, in einer sonst eher wasserarmen Stadt wie Werl. Was hat es genau mit diesem Anker und mit diesem Ort hier auf dem Friedhof in Werl zu tun? Ja, dieses Denkmal hier ist ein Beispiel dafür, dass man auf dem Friedhof in Werl auch gelebte Geschichte erfahren, nachvollziehen kann. Es ist nämlich das Ehrenmal der Marinekameradschaft in Werl, das in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet worden ist. Wer die genauen Daten nachlesen möchte, findet sie hier in diesem Führer. Und der Hintergrund ist der, dass Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf Betreiben Kaiser Wilhelm II. Eine ganz starke Entwicklung der Marine entstanden ist. Die deutschen Seestreitkräfte wurden sehr stark aufgerüstet. In dem Gefolge gab es dann eben auch viele Marinekameradschaften, die gegründet worden sind und die dann auch das Bestreben hatten, die Kameraden, die im Krieg gefallen sind, zu ehren und ihnen ein Denkmal zu setzen. Ja, und man kann dann eben auch nachvollziehen, auch an diesem Denkmal, wie der Zeitgeist sich verhalten hat, im Gedenken oder im Umgang mit Tod, Vertreibung, Gewalt und Krieg. Es gibt hier auf dem Friedhof in Werl eine ganze Reihe von solchen Ehrenmalen, Denkmälern, wo der Betrachter oder der Besucher nachvollziehen kann, wie in der jeweiligen Zeit die Menschen damit umgegangen sind und kann auch nachvollziehen, wie der Zeitgeist eine andere Betrachtung auf Krieg, Tod und Vertreibung entwickelt hat. Ja, vielen Dank, Dieter im Sippel, für die Erläuterungen und eine herzliche Einladung, sich mit dem Buch oder anhand des Buches einmal über unseren schönen Parkfriedhof zu bewegen und bewusst mal nach links und rechts zu schauen, was es hier zu entdecken gibt. Und das darf schon versprochen werden, es ist eine ganze Menge. Also herzlich willkommen.